Wo ist die Ziege? Die wird verkloppt. Oh, ganz böse. Nein, danke. Ich hab noch. So, jetzt haben wir hier Federkäse und eine Nasenbrille und... Kann ich Buntglas mit Haftcreme da an die Nasenbrille packen? Ja. Okay, das heißt... Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Sehr gerne. Was ist mit der Nase? Haben sie abgemacht, ne? Schiebung! Reicht. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Da müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Können wir jetzt irgendwie Ziegenkäse da reinschmeißen? Stopp! Was tun Sie denn da? Ich mach das Portal auf. Was denn sonst? Aber doch nicht mit bloßen Händen. Wieso? Könnten Sie aus der Phase geraten oder molekular desintegriert werden? Möglich. Wahrscheinlicher ist aber, dass Sie ganz schrumpelig werden. Das heißt, ich brauche jetzt Handschuhe? Das riecht wie der Tank im Max Labor. Warte mal, kann ich das hier... Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Jo. Und dazu gleich die Anschlussfrage. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meinen Pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Notiert euch das. Das ist zu einfach. Ja? Da! Reingepumpt! Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Ja, wenn er ballern will, keine Ahnung. Ich baller gerne, ne? Ja, wenn er ballern will, keine Ahnung. Ich baller gerne, ne? Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja schon, aber ob das sicher ist? Ja nichts, probiert's. Kann nur verlieren. McChronicle. Hurra! Hurra! Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kovac geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1:1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und dann eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch Ruhe holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Das war viel zu einfach. Hallo, Goal. Goal, wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das. Ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Du hast recht. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja,
Wow, schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Ich nehme jetzt mal das Bild hier mit. Was ist das? Hey, gib das her. Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Och. Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein. Weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Uni frei. Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, Fuelog! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Ja, in meinem Rückenbild! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. Lebensgefährlich, aber auch irgendwie lustig. Ein Schritt näher und ich blas dir die Rübe weg. Aber Drüso, ich bin's doch. Professor Rufus, läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja genau. Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe. Jahrelang nur Schrottkrabben und Milben. Was ist mit dem? Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Und jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Die Leine! Aber Dalli, Dalli! Ist ja schon gut. Gewissensbisse wären hier komplett fehl am Platz. Immerhin ist doch ein ganz passabler Bursche aus ihm geworden. Er kann bestimmt toll pfeifen. Und ich find's gut, was er mit seinen Haaren gemacht hat. Wir gehen jetzt. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Und sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck?
Du bist Rocco McChronicle, der Vater von Dekan Angus McChronicle Senior und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Das wird ganz schön gruselig. Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gut aussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Wo sind meine Freunde? Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Was bedeutet das, es gibt hier keine Zukunft? Wie ich es sage, wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen, eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Die reinsten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Noch. Ich muss dringend nach Kuvak. Da klingelt nichts. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Das ist auch immer geil. Wenn du sowas auch mal so ansatzweise verstanden hast, kommt irgendwie so ein Amt hinterher und sagt, pass auf, mir gehört das jetzt. Ich bin von der Regierung, ich mache hier alles. Ja, guck mal, hier ist das Portalbauamt. Wir bauen hier unsere Portale nach gestern, nach heute und nach morgen. Und wenn Sie da rein wollen, dann müssen Sie erstmal Antrag A48 ausfüllen, sonst wird das hier gar nichts. Hey, das ist doch das Time Pod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. War scheinbar irgendwann nicht mehr so wichtig, wie alles hier. Wir sind alle nicht wichtig. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Kann ich in deine Kneipe rein? Ach, da bist du! Howdy, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder, für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalapap. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzotteltes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Goal? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit... Ticken die Uhren anders. Ich bin im Bilde. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuvak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier. Ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Ja... Aber